Wenn ihr wissen wollt, wie wir zu unserem Wohnwagen gekommen sind, dann seid ihr hier genau richtig. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Also wir haben heute den 23. Juli und wir schauen ja nun schon seit vielen, vielen Wochen, mein Mann und seit vielen, vielen Monaten ich, nach einem geeigneten Wohnwagen für uns. Waren aber immer noch nicht so an dem Punkt, wo wir es wollten, haben auch immer nicht das Passende gefunden und es war auch immer sehr viel Geld. Es ist auch jetzt sehr viel Geld, davon abgesehen mal. Aber waren uns immer nicht so sicher, was wir machen sollen. Ja, und jetzt bekommt ihr meine Highlife-Reaktion und ich nehme euch Highlife mit. Ich mal sehen, ob das Video überhaupt online kommt, ob es jetzt was wird. Wenn es natürlich nichts wird, habe ich es umsonst aufgenommen. nein, ja, wirklich, ja. Ich nehme euch jetzt von Anfang an mit. Jetzt der Aqua. Wir haben gestern über mobile.de einen gefunden, einen Knaus Tabert Südwind 550 UF gefunden, inklusive Fußboden, Heizung, Mover, Klimaanlage und einen großen Kühlschrank, allen Pipapo. Und der steht jetzt beim Händler. Er ist eine Stunde ungefähr von uns entfernt und ich werde jetzt gleich die Lucy aus dem Kindergarten holen und dann werden wir da hinfahren und den uns spontan angucken. Ich habe gestern eine Mail geschrieben, heute früh nochmal angerufen. Wir wollten erst Samstag hinfahren, haben dann aber von Freunden den Tipp gekriegt, das doch relativ zeitnah zu machen. Also fahren wir nur doch heute schon hin. Ja, und jetzt ist es ein bisschen spannend und mal gucken, was daraus wird. Also, ich nehme euch mit und informiere euch, wie der Stand der Dinge ist. Vorab noch, ich habe noch ganz viele Videos geschaut, nach Tipps für den Kauf, vom Kauf von gebrauchten Fahrzeugen, auf was man so achten soll, an was man so denken soll. Und habe mir jetzt schon eine Checkliste gemacht und dann werde ich die nachher mal dem Fahrzeughändler da meine ganzen Fragen stellen. Ich bin gespannt. Aufregend, los geht's! Das ist unser neuer Wohnwagen. Es ist jetzt Abend halb acht, wir sind wieder da und wir haben den Wohnwagen gekauft, tatsächlich. Es ist verrückt. Ich zeige euch jetzt ein paar Bilder. Die Lucy hat ein paar Fotos gemacht. Ich hoffe, es ist was dabei. Ansonsten geht es dann gleich weiter mit der Roomtour, wenn er dann bei uns ist. Jetzt ist der Plan, ihn anmelden, ihn versichern. Ich mache den B96-Führerschein noch so schnell es geht. Mein bester Freund holt ihn her und stellt ihn dann auf dem Hof, wo er stehen wird. Und dann drehe ich euch die Roomtour ab. Also, es bleibt spannend. Ich nehme euch weiter mit. Heute haben wir Samstag, den 25. Juli 2020 und seit Donnerstag ist unfassbar viel passiert. Also wir haben uns jetzt gekümmert, wir haben die Versicherung jetzt schon abgeschlossen. Wir haben eine Haftpflicht und eine Teilkasko gemacht, weil die Vollkasko halt schon wesentlich, wesentlich teurer ist. Und deswegen haben wir uns für eine Teilkasko entschieden. Wir haben einen Platz, wo er außerhalb stehen kann. Wir hätten aber vielleicht auch eine Halle. Also da sind wir gerade noch dran. Das wird sich jetzt im Laufe der nächsten Woche klären. Da müssen wir jetzt nur sehen, ob die Halle groß genug ist, dass er reinpasst und wie halt die Kosten da sind. Wir werden ihn nicht Saison anmelden, sondern ganzjahres anmelden. Er ist ja auch ein Wohnwagen, den man auch im Winter nutzen könnte. Von daher macht das jetzt auch mehr Sinn. Man weiß ja immer nicht, wie das Wetter halt so mitspielt und was man halt so vorhat. Von daher wird er ganz jahres angemeldet. Bezahlt ist er jetzt quasi schon. Das haben wir heute erledigt mit der ganzen Bezahlerei. Ein Teil läuft über die Bank und ein Teil haben wir selbst bezahlt. Wir haben uns mittlerweile auch schon um ein paar Dinge gekümmert. Und zwar haben wir bestellt Spiegel. Dann haben wir auch schon ein Schloss, ein Diebstahlschutz bestellt. Das ist quasi so eine kleine Kugel mit einem Metallgestänge, was man drum macht und dann festzieht. Zeige ich euch dann auch, wenn es soweit ist. Und wir haben auch schon einen Kabeladapter bestellt, dass ich von meiner neuen Kabeltrommel das dann als Anschluss an den Wohnwagen machen kann. Das sind die Dinge, die wir jetzt schon da haben. Ach nee, Quatsch, das Schloss haben wir noch nicht da, aber das ist unterwegs. Weiterhin haben wir noch bestellt, das ist aber noch nicht da, so ein Schutz für vorne drauf.
Ich habe noch einen Adapter bestellt, das nennt sich Hollandöse. Es ist so, dass man in Deutschland das Abreißseil um den Anhängerkupplung macht und dann den Anhänger quasi draufsetzt. Ist in Deutschland so erlaubt, aber es wird empfohlen, weil das halt auch teilweise zu gefährlich sein kann, wenn es denn mal runter hopst, dass dann das Abreißseil mit runter hopst und es eben nicht reißt. Das löst nämlich die Handbremse aus. Dass es eigentlich gar nicht so gut ist, deswegen ist es im Ausland zum Beispiel auch nicht erlaubt. Da braucht man eine extra Öse, wo das Abreißseil durchgefädelt sein muss, damit es definitiv reißt, wenn das runterhopsen sollte. Und dafür gibt es Adapter. Also alles, was ich jetzt habe, verlinke ich euch auch unten in der Infobox. Diesen Adapter habe ich jetzt auch bestellt. Der müsste auch bis Dienstag kommen. Jetzt ist es so, dass wir nach aktuellem Plan Dienstagnachmittag das Fahrzeug anmelden können, weil da die Zulassungsstelle halt offen hat. Und dass wir am Mittwoch das Fahrzeug herbringen lassen. Dann wird es erstmal abgestellt auf dem Platz. Dann werde ich es erstmal grundreinigen, sauber machen, die Überzüge waschen und soweit pipapo fertig machen, wie es möglich ist. Und ausräumen, gucken, was jetzt noch alles so dabei ist und drin ist. Und euch mal eine Roomtour machen, wie er aussieht, als wir ihn geholt haben. Dann wird der weitere Werdegang sein. Dann gehen wir erstmal 10 Tage Camping machen, aber mit Zelt. Ne? Wohl bemerkt mit Zelt, weil ich ja den Führerschein noch nicht habe. Und der Plan ist jetzt, also heute in 2 Wochen, am 8.8. mache ich dann meinen Führerschein B96 dazu. Mit dem B96, das kann man innerhalb von, ich glaube 6 Stunden waren es, kann man dieses Zertifikat bekommen, dass man es eintragen lassen kann in den Führerschein, sodass man Fahrzeuggespanne bis 4,25 Tonnen fahren darf. Und das wird in unserem Fall ausreichen, denn es geht immer nach zulässigem Gesamtgewicht. Und das zulässige Gesamtgewicht für mein Fahrzeug, also für mein Auto, ist 2,5 Tonnen und für den Wohnanhänger sind es 1,6 Tonnen und somit passe ich da dann genau rein in diesen Rahmen. Ja, dann ist der weitere Plan, dass ich dann die Woche drauf das Fahrzeug mal zum Wiegen fahre, dass wir mal sehen können, was es wirklich für ein Leergewicht hat. Und den Dienstag werde ich es dann kann ich dann wieder zur Zulassungsstelle fahren, also zur Führerscheinstelle, um den Führerschein eintragen zu lassen. Und werde an diesem Tag auch dann den Wohnwagen einräumen und nochmal wiegen lassen, wie viel dann die Zuladung quasi war. Ich hoffe jetzt, dass wir mit allen hinkommen und nicht groß was umräumen müssen oder ausräumen müssen und ins Auto verlagern müssen. Wäre ja schon schön, wenn alles im Wohnwagen überwiegend bleiben kann. Aber wenn halt was ins Auto muss, dann ist es halt so. Das ist so der weitere Plan. Da sind wir jetzt dann quasi bei Anfang oder Mitte August. Und an dem Donnerstag dann darauf tatsächlich wollen wir dann unsere erste Tour wagen und Freunde überraschen, die noch nichts davon wissen, dass wir einen Wohnwagen haben, weil wir sie einfach mal überraschen wollen. Die denken nämlich sogar mit Zelt. So ist der Plan. Und jetzt schauen wir mal, wie das Ganze weitergeht und wenn er da ist, zeige ich ihn euch. Also ihr hört dann wieder von mir spätestens am Mittwoch, wenn das Fahrzeug hierher geholt wird. Ein was noch, wir haben da auch einen Hinweis bekommen, dass man in den Fahrzeugbrief vom Wohnwagen gucken muss, welche zulässige Leermasse das Auto haben muss, um den Hänger bei 100 km/h ziehen zu dürfen. Also in unserem Fall steht da drin 1600 Kilo, ja, also 1,6 Tonnen. Wenn unser Auto Leermasse 1,6 Tonnen hat, dürfen wir den Anhänger mit 100 km/h ziehen, ansonsten nur mit 80. Und da unser Auto 1680 oder was es war hatte, dürfen wir das. So, und das ist nämlich auch wichtig zu beachten und das wussten wir nämlich auch nicht. Also wie dazu. Ich habe das Kennzeichen angemeldet. Das Drucken des Kennzeichens hat 20 Euro gekostet. Die Anmeldung bei der Zulassungsstelle hat 40 Euro gekostet. Genau. Jetzt haben wir unser Kennzeichen und wir haben auch einen Namen für unseren Wohnwagen, denn sie heißt Emma. Genau. Und jetzt geht's los dann bald mit Emma. Heute ist Dienstag. Heute ist der 28. Juli und Dienstag und morgen tun wir dann den Wohnwagen holen. Aufregend! So, wir holen jetzt Emma. Na dann, fahr mal. Wir sind auf dem Stellplatz, wo jetzt erstmal vorübergehend oder wo jetzt der Wohnwagen stehen wird. Emma ist zu Hause sozusagen. Wir haben sie hergeholt, es hat soweit alles geklappt. Wir konnten sie sogar wiegen gehen.
Ach Gott, ich bin fix und fertig. Ich habe heute 11:30 Feierabend gemacht. Dann bin ich dorthin gefahren, habe unterwegs meinen besten Freund aufgelesen. Der war so lieb und hat mir hergefahren. Dann habe ich ihn wieder zu seinem Auto gebracht. Also es war ein Hin und Her und Hin und Herfahren. Ja, habe dann die Lucy aus dem Kindergarten geholt. Und jetzt ist es abends um 6. Und wir sitzen jetzt hier das erste Mal in unserer schönen runden Sitzecke und essen Abendbrot. Also es ist jetzt nur ein, naja, schnell mal eine Wurst geholt und ein Brötchen geholt. Es ist halt alles so Highlife, ist ganz aufregend. Und Wiener. Zu dem Abholen. Also uns wurde nochmal das so erklärt, wir konnten noch Fragen stellen, was wir an Fragen hatten. Und wurde uns alles soweit gezeigt. Ja, das Ankuppeln und so hat alles geklappt. Die Fahrt war auch gut. Mein bester Freund hat sich nicht beschwert, dass irgendwas komisch wäre. Also hat sich ganz normal fahren lassen. Und wir haben ihn auch auf die Waage gebracht. Und jetzt kommt es zum spannenden Thema. Und zwar ist es so, dass das Fahrzeug eigentlich ein eingetragenes Leergewicht von 1100 Kilo hat und ein zulässiges Gesamtgewicht von 1600 Kilo. Wir wussten ja, dass durch Mover und Fußbodenheizung und Markise einiges nachgerüstet wurde, aber haben so grob kalkuliert, dass wir vielleicht bei 1400 liegen und dann halt noch 200 Kilo Zuladung haben. Und mit diesem Gewissen sind wir halt trotzdem mal zur Waage gefahren und haben ihn leer gewogen. Man muss auch sagen, hier lag das Zelt noch drin mit dem Gestänge. Und haben es halt so, wie wir ihn geholt haben, haben wir ihn gewogen. Und die Waage zeigte 1580. Ja, das waren nur noch 20 Kilo bis zu 1600. Und da ist mir natürlich die Kinnlade runtergeklatscht. War jetzt ehrlich gesagt nicht so zu erwarten. Ich habe dann auch recherchiert, habe auch schon letztens gelesen und rausbekommen, dass dieser Wohnwagen wohl in der Baureihe ein falsches eingetragenes Leergewicht hat, dass das nie großartig 1100 war, sondern dass er von Haus aus schon schwerer gewesen wäre. Warum das so gemacht worden ist, keine Ahnung. Jedenfalls ist es natürlich jetzt ein bisschen blöd, weil theoretisch dürfen wir nur noch 20 Kilo reinladen. Aber ich habe jetzt das Zelt rausgeholt, habe auch diese Frontteile rausgeholt und das Gestänge. Bei dem Gestänge ist es so, da war ein Originalgestänge dabei und dann ist da noch ein Gestänge dabei, was nachgebaut wurde, richtig massiv aus Stahl und dementsprechend schwer ist. Und ich habe jetzt die Personenwaage ja vorher noch von zu Hause schnell mitgenommen und habe jetzt alles gewogen, was ich nicht brauche. Also das Vorzelt werde ich nicht nutzen oder zumindest vorerst nicht oder zumindest nicht, wenn wir nicht Wintercamping machen oder so. Ich krieg's alleine eh nicht aufgebaut. Und von daher lag jetzt das Gewicht bei 55 Kilo. Also sind wir jetzt auf 75 Kilo, die wir zuladen können in der Theorie oder in der Praxis auch. Ist natürlich immer noch nicht so viel. Ich kann halt leider auch nicht so richtig einschätzen, wie viel mein ganzes Kram, also Zeltkram ohne Zelt, wiegt. Jetzt ist folgender Plan. Erstmal muss ich sagen, haben wir recherchiert und rausbekommen, dass man eine 5% Karenz hat. Also 5% kann man noch drüber sein, bis zu 5%. Das wären in dem Fall 80 Kilo. Also sind wir dann so bei rund 155 Kilo. Und ich denke, das ist schon eine andere Hausnummer, mit der wir schon besser arbeiten können. Also wir haben ja auch einen großen Kofferraum. Das heißt, wir werden es jetzt so machen. Ist ja jetzt noch 1,5 Wochen hin, bis ich den Führerschein mache. Nach dem Führerschein werde ich den Anhänger holen zu dem Campingplatz, wo wir dann in dem Moment gerade zelten. Da kommt dann auch bald das Video online. Dann verlinke ich es euch hier oben, wo wir auf dem Campingplatz waren. Da wollte ich nämlich euch einen Tag lang mitnehmen. Und dann nehme ich den Anhänger dann mit dorthin und werde ihn dort aus dem Zelt in den Wohnwagen beladen. Alles, was ich dort habe und alles, was ich nicht brauche, wird dann halt bei uns eingelagert. Also die Zeltsachen, also die hebe ich auf. Genau. Man muss ja auch in die Zukunft denken und man weiß nicht, was die Zukunft bringt. Und wenn dann doch mal aus irgendwelchen finanziellen oder anderen Gründen der Wohnwagen wieder verkauft werden muss, dann ist es natürlich schön, wenn wir noch eine Zeltausstattung haben. Von daher heben wir das erstmal auf. Genau, also Fakt ist, ich werde ihn dann halt beladen, so ist der aktuelle Plan. Und dann werden wir noch eine Nacht drin schlafen, die Lucy und ich. Und dann werde ich den am Sonntag wieder hierher bringen. Und am Montag werde ich ihn nach der Arbeit nochmal zur Waage bringen und dann gucken, was er effektiv drauf hat. Und dann werde ich schauen, wenn ich den einräume, werde ich das ein oder andere wiegen, dass ich gucken kann, was ich dann effektiv ins Auto räume und was hier bleiben kann. So ist der Plan. Und jetzt hoffe ich, dass die 150 Kilo, sag ich mal, dass sie mir reichen. Ich meine, ohne Fahrrad wird es vielleicht gehen, aber wenn dann der Fahrradträger irgendwann dazu kommt und das Fahrrad, dann wird es eng. Dann muss man sehen, wie man das löst. Aber auch dafür gibt es eine Lösung. Genau.
Jetzt ist erstmal das der Stand und wir sind sehr, sehr glücklich. Und wir essen jetzt Abendbrot. Dann zeige ich euch gleich mal einen kleinen Rundgang. Aber nicht wundern, ich habe schon Kissenbezüge abgezogen. Ne? Also, jetzt gibt es einen Rundgang. So, hier kommt man rein. Dann hat man hier diese gemütliche Sitzecke und ganz viele Schränke, also sehr viel Stauraum. Dann geht es hier rum. Hier hat man die Küche, auch mit vielen Schränken, einer Mikrowelle. Hier steht jetzt noch mein Eimer und die Wasserwaage schon. Die Kochzeile und hier hat man noch eine riesen Fläche zum Vorbereiten. Hier auch Schränke. Hier drin ist schon das Radio, CD-Player, der große Kühlschrank, der Heizung. Hier drin befindet sich die Klimaanlage, also hier kommt dann die kalte Luft raus. Hier noch ein großer Schrank, da sind auch die Sitzkissen drin. Gebelstraff. Da sind auch die Sitzkissen drin, wenn man schlafen will. Also wenn man das quasi umbaut zur Schlaffläche. Hier hinten hat man nochmal Schränke, also das ist nochmal hier so ein Dreifachschrank. Oben und unten. Dann hat man hier die schöne Liegefläche mit so einer Trennungsfächer. Da könnte man nochmal einen Fernseher reinmachen, aber machen wir nicht. Und hier oben sind nochmal vier Fächer. Hier hat man dann das Bad. Wir werden hier nicht duschen. Toilettenbenutzung muss ich mich erstmal damit beschäftigen, genauso wie mit Wasser. Also das kommt alles nach und nach. Mit einem schönen Spiegelschrank. Hier ist auch nochmal ein bisschen Stauraum. Unten noch ein bisschen Stauraum. Der Duschvorhang ist auch dabei. Der ist mit hier unten. Ich habe jetzt erstmal alles nur ein bisschen grob durchgewischt. Damit es erstmal ein bisschen grob gesäubert ist, die ganzen Fächer. Mehr habe ich jetzt nicht gemacht. Die Kissen habe ich noch abgezogen. Hier diesen Überzieher weg. Läufer sind eigentlich auch dabei. Die habe ich jetzt auch erstmal rausgenommen. Genau. Und das ist der Wohnwagen. Ja, jetzt weiß ich auch noch nicht, wie ich ihn dann einräume. Da mache ich euch dann ein separates Video dazu. Ansonsten ist noch dabei eine Fußbodenheizung, ein Mover ist dran, eine Markise ist dran und eine Standheizung ist mit verbaut und eine Batterie. Dann haben wir hier noch so ein 2.1 Soundsystem, also es sind zwei Boxen und ein Subwoofer. Und hier ist noch so eine Wetterstation und hier ist schon ein Regal für Kräuter angebracht. Genau. Hier oben hat man dann auch noch Licht in den Vitrinen drin. Wenn wir dann auf dem Campingplatz sind und haben wir Strom, zeige ich es euch natürlich auch noch beleuchtet. Ja, das war es jetzt erstmal. Jetzt kann ich erstmal wieder alles zumachen. Und hier oben hat man noch so kleine Haken, wo man halt auch Kleider aufhängen kann. Das hat man einmal hier und einmal, wie geht das auf? Ach so, und einmal hier. Genau. Ja, drei Dachfenster, hier zwei kleine, hier ein großes. Ich finde es schön hell. Es ist eigentlich super. Es ist so verrückt, mich hier in meinem eigenen Wohnwagen zu drehen. Leute, so. Genau. Und jetzt geht's zum nächsten Plan. Und der nächste Plan heißt Führerschein. Und bevor es zum Führerschein geht, sind wir jetzt natürlich hier auf dem Campingplatz mit Zelt. Und jetzt habe ich mir natürlich schon Gedanken gemacht und schon in mein schönes Notizbuch hier alles aufgeschrieben, was hier Sachen sind, die in den Wohnwagen kommen sollen. Also ich habe alles aus meinem Küchenschubladenschrank gewogen, so ziemlich alles, bis auf die Alufolie und die Frischhaltefolie, die habe ich nicht gewogen, weil das ist ja je nachdem, wie voll es ist, ne? Also das ist jetzt nur, war jetzt nicht so meine Priorität, aber alles andere habe ich soweit gewogen und kam bei unter 10 Kilo, also ich sag mal mit allem drum dran, dann wahrscheinlich mit 10 Kilo raus. Und das ist natürlich schon mal eine Hausnummer, wo wir wissen, wie viel an Küchenutensilien da sind. Gut, der Omja kommt noch dazu. Und dann habe ich halt verschiedene Sachen noch aufgeschrieben. Also der Herd, die Campingküche möchte ich gerne mitnehmen, weil ich draußen kochen möchte. Deswegen auch der Herd. Habe noch aufgeschrieben, so ein Beistelltisch, dann unsere Stühle, unseren Tisch, das Gummiboot, der Grill. Also all solche Sachen, die quasi in den Wohnwagen sollen. Ich habe jetzt so kalkuliert, dass alle Krimskrams-Sachen, reden wir jetzt von Federball, Tischtennis, Spiele, Bücher, Spielzeug, Helme, Klamotten und Essen. Wenn wir das ins Auto laden würden, weil das würde ich ja zu Hause auch von der Wohnung ins Auto laden und dann den Anhänger holen. Und am Ende ist es ja egal, ob ich es auf dem Campingplatz im Wohnwagen räume oder schon dort. Und somit wäre der Camping, also der Wohnwagen nicht überlastet, wenn ich es erst auf dem Campingplatz quasi einlade. Weil ins Auto laden und vom Auto in den Wohnwagen, den Schritt muss ich sowieso gehen, egal wann. Und wenn wir dann dabei sind, kommen wir etwa bei einer Mitgasflasche, bei einer Zuladung von etwa
Was hatte ich ausgerechnet? Da kommen wir etwa bei 112 Kilo raus. Also es sind ungefähr rund 35 Kilo mehr als erlaubt. Und beziehungsweise sind wir dann noch unter diesen 80, die noch ohne Strafe erlaubt werden. Ne? Sind wir dann klar ohne Wasser, wenn dann wird man ohne Wasser fahren. Aber immerhin ist halt schon mal die Gasflasche mit eingerechnet. Was ich natürlich jetzt am Überlegen bin, in Deutschland, wie gesagt, hast du ja die Karenz von 5%. Die möchte ich auch nicht ausreizen. Deswegen wäre das so ja schon okay. Ist dann natürlich noch ein Thema, wenn das Fahrrad dann noch dazu käme. Wir sind jetzt gerade schon dabei, dass wir Knaus angeschrieben haben, inwiefern man den Wohnwagen noch auflasten könnte. Allerdings aufgrund des Gewicht und Leergewicht unseres Fahrzeugs, das bei 1690 liegt, können wir den Wohnwagen von 1600 nur maximal auflasten unterhalb von 1690. Es muss ja drunter sein. Also bleiben uns nur 89 Kilo, die wir auflasten könnten, weil wir sonst die 100er Zulassung verlieren. Und die wollen wir gar nicht verlieren. Allzu viel mehr können wir eh nicht auflasten. Das sind dann, glaube ich, noch rund, weiß ich nicht, 40, 50, 60 Kilo. Ich habe es nicht genau ausgerechnet. Bis wir dann über die 4,25 Tonnen drüber werden, die ja für den Führerschein B96 funktionieren würden. Also somit könnten wir rein technisch und rein führerscheinmäßig nur 89 Kilo auflasten lassen. Und das sind wir jetzt dabei, das zu probieren, weil dann liegen wir bei knapp 145 Kilo, die wir Zuladung hätten, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Und das wäre völlig okay. Und selbst wenn wir da mal noch 10 Kilo drüber sind, dann ist das ja 0, weiß ich nicht, 5%, weiß ich, keine Ahnung, ist halt ganz wenig. Und das ist halt jetzt das Sinn der Sache, dass wir das alles ganz sauber haben, weil man muss ja dran denken, wenn man dann doch nächstes oder übernächstes Jahr dann doch mal ins Ausland damit fahren möchte, möchte das ja alles sauber sein. Genau. Also so ist der Plan der Dinge. Ja, wir hatten es uns anders vorgestellt mit der Zuladung, muss ich gestehen. Allerdings, egal wo du rumhörst, auf dem Campingplatz oder in Foren nachliest oder in irgendwelchen Gruppen nachliest oder rumfragst, jeder mit Wohnwagen stand vor diesem Problem. Das ist erstaunlich. Wir haben jetzt auch gesagt, wenn es im Ausland halt so streng ist, dass halt schon 10 Kilo Überladung meine Strafe bekommt, dann machen wir es eher so, dass wir dann wirklich, wenn es ins Ausland geht, dann nochmal extrem umbauen und so umbauen, dass es halt wirklich auch hundertprozentig stimmt. Aber ich sag mal, wenn wir deutschlandweit dann 10 oder 20 Kilo drüber sind, machen wir uns da jetzt nicht heiß, weil es ja immer noch in dieser 2% Karenz ist, die man drüber sein darf. Also es ist ja, gibt ja die Gesetze nicht umsonst. Ne? Also und das da, das ist jeder ausreizt. Und ausreizen möchte ich nicht, um Gottes Willen. Deswegen sind wir da ganz froh, dass wir da hoffentlich eine Auflastung machen können. So ist der aktuelle Plan zumindest. So, und jetzt genießen wir noch die Woche hier auf dem Campingplatz. Und dann geht es halt weiter mit dem Führerschein und dann dem Einräumen von Emma. Genau, ach, ist aufregend. Heute ist auch schon der 1. August. Es ist Samstag, es ist verdammt warm und es ist verrückt zu wissen, man hat einen Wohnwagen. Und wir sind ja mit Zelt und mir tut es auch so mein Zelt leid. Aber naja. So, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt geht's weiter mit dem Führerschein. Mittlerweile haben wir Freitag. Morgen ist der große Tag des Führerscheins. Und wie ihr seht, wir haben die Gardinen schon gewaschen. Weiß nicht, ob es euch auffällt. Wir haben jetzt die Übergardinen weggelassen. Ich filme mal rum. Weil wir fanden, so sieht es einfach schöner aus und ist nicht so erdrückend mit dem Übergardinen. Sieht so ein bisschen freier und luftiger aus. Und so haben wir das auch hier hinten in der Schlafecke gemacht. So, und wir haben jetzt nur 4 Kissen gelassen. Den Rest haben wir aussortiert. Und haben jetzt keine Übergardinen, weil es auch keine Zuzieh-Übergardinen war, sondern nur reine Deko. Also sinnloses Gewicht, was mir uns jetzt eh nicht gefallen hat. Also sind die Übergardinen erstmal rausgeflogen. Und morgen geht es zum Führerschein und dann sage ich euch danach Bescheid, wie es war. Was ich euch noch nicht erzählt habe, ich bin die Woche schon an 2 Tagen hier auf unserem Firmengelände, wo ich arbeite, in eine Runde gedüst. Gedüst, also wenden in 3 Zügen, wenden und wieder einparken und so. Und das ging relativ gut. War ich überrascht. Ich schaue mal, ob ich eine Sequenz habe, die ich euch einblenden kann. Ansonsten geht es jetzt weiter mit dem Führerschein. Zum Führerschein kann ich sagen, es hat alles gut geklappt. Ich habe meine Theorie gemacht, habe meine Fahrstunden gemacht, habe meinen Zettel gekriegt und jetzt gehe ich übermorgen zum Amt, lasse es eintragen und dann geht's los. Das allerletzte Mal baue ich mein Zelt ab. Ist schon ein bisschen traurig. Und hier sieht es sehr chaotisch aus. Aber da steht Emma. Ich durfte sie ja nicht herfahren, weil ich darf erst damit fahren, wenn der Führerschein eingetragen ist. Aber das haben wir anders gelöst.
Und jetzt steht sie hier. Wir konnten alles so weit rumräumen. Was sieht noch sehr chaotisch aus. Muss alles noch umgeräumt werden. Und ja, jetzt mache ich mal das Zelt das letzte Mal runter. So, da ist Emma beleuchtet. Die Lampe von meinem Papa hat also wieder eine neue Verwendung gefunden. Und hier steht jetzt Emma und dann gehen wir gleich ins Bett. Die erste Nacht in Emma. Heute haben wir den 11. August 2020 und ich habe soeben meinen vorläufigen Führerschein geholt. Jetzt darf ich ganz offiziell die Emma fahren. Es ist der Wahnsinn, es ist aufregend. Morgen gehe ich dann noch wiegen und schaue, was da rauskommt, wie ich noch umpacken muss. Die Stützlast hatten wir schon mal gemessen. Die war vollkommen okay. 90 Kilo habe ich, 88 Kilo hatte ich dann effektiv. Und ja, dann kommt morgen so der letzte Moment noch vor dem ersten Trip. Und da nehme ich euch auf jeden Fall nochmal mit, was da bei dem Gewicht halt rauskam und was ich da noch umgepackt habe. Ja, und das seht ihr jetzt. Da habe ich auch schnell noch eine Zwischenmeldung für euch, denn genau heute, auch am 11.8. kam die Unbedenklichkeitserklärung von Knaus, dass wir unseren Wohnwagen die 89 Kilo auflasten können. Und ich habe gleich für morgen beim TÜV einen Termin. Also wird das morgen auch dingfest gemacht und dann fahre ich nächste Woche Dienstag nur nochmal zur Zulassungsstelle, um die Zulassung ändern zu lassen und dann ist alles safe. So, weiter geht's mit Wiegen. Heute haben wir den 12.8. Ich war heute wiegen und war heute beim TÜV, habe die Auflastung mir bestätigen lassen, muss ich jetzt nur noch eintragen lassen, aber soweit ist das alles in Ordnung, das neue Typenschild ist auch schon drauf und wir behalten auch die 100er Zulässigkeit, also das hat alles super funktioniert, dadurch wir auf 1689 aufgelastet haben, weil das Leergewicht vom Fahrzeug, also vom Auto, 1690 ist. Somit hat das jetzt alles geklappt und ist alles dingfest. Gewogen, wie gesagt, Hammerne auch, das ist auch alles im grünen Bereich und somit, ja, kann jetzt der ersten Tour nichts im Wege stehen. So viel zu dem aktuellen Stand. Und wen noch so die Kosten interessieren, kann ich noch sagen, die Eintragung beim TÜV hat gekostet 55 Euro, also diese Kontrolle da, dieses Gutachten. Was jetzt der neue Fahrzeugschein kostet, weiß ich nicht, aber es muss um die 40 Euro, 30, 40 Euro und sowas in der Richtung sein. Und die Unbedenklichkeitserklärung hat 97 Euro bei Knaus gekostet, ist aber von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Man kann aber gucken, wie, wenn jetzt der Hersteller vom Wohnwagen teuer ist, kann man bei dem Hersteller der Achse gucken. Und da hätte es nämlich bei in unserem Fall 199 Euro gekostet. Und da war natürlich Knaus dann günstig. Die Kfz-Steuer liegt bei 59 Euro im Jahr. Genau, das sind so die Kosten, die jetzt, was das betrifft, angefallen sind. Also wenn ihr noch andere Sachen wissen wollt bezüglich Kosten, schreibt es gerne in die Kommentare. Dann gebe ich euch da gerne Feedback. Und es folgt dann auch im Herbst noch ein Video, auf was man achten sollte beim Wohnwagenkauf. Ich hatte mir ja schon ein bisschen recherchiert und was rausgeschrieben und auch darauf geachtet. Habe mir das auch aufgehoben, damit ich für euch da ein Video machen kann, falls ihr euch mal einen Wohnwagen anschauen wollt, auf was ihr achten müsst. Da mache ich dann aber ein separates Video dazu. Ansonsten hoffe ich, ich konnte alle Fragen für Wohnwagenanfänger von Zeltumstieg auf Wohnwagen beantworten. Das war's quasi und ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Also es ist jetzt eine aufregende Zeit gewesen, die letzten Wochen. Ihr seht, von wann das Video gegangen ist. Es lief jetzt auch ein Stück. Und jetzt geht das nächste Video dann quasi weiter mit dem Wohnwagen, wenn wir dann unseren ersten gemeinsamen Trip zu dritt machen mit Emma. Da machen wir ein verlängertes Wochenende. Das ist jetzt dann ab Donnerstag. Da freuen wir uns schon sehr drauf. Und da geht's dann los. Und für die, die jetzt das Thema Zelten interessiert, habe ich noch eine gute Neuigkeit. Denn ich habe ja fleißig für euch vorgedreht den ganzen Sommer über. Und die Videos zum Thema Zelten gehen bis in den Oktober, fast November rein, so in etwa. Und auch alle zwei Wochen immer wieder ein paar Rezepte dabei. Also für euch ist immer noch genug Content da. Dieses Video habe ich jetzt nur dazwischen geschoben, weil es halt eben so aufregend ist und ich euch nicht warten lassen wollte. Auf Instagram werde ich dann am Wochenende mal live gehen und das auch verkünden. Und wenn dann das Video fertig ist, werde ich das dann auch wieder hier bei YouTube online stellen. Das seht ihr ja jetzt. Logisch. Genau. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch für mich mit und wir können viel uns austauschen. Wer jetzt auch umspringen will vom Zelt auf Wohnwagen oder wer schon Wohnwagen hat und ein paar Tipps hat. Ich nehme immer alles gerne an. Haut raus, was ihr raushauen könnt und
ja, all meine Erfahrungen, die ich in den nächsten Wochen und Monaten sammeln werde, werde ich natürlich hier mit euch teilen. Also da geht es halt auf jeden Fall weiter. Aber nicht nur Thema rund Wohnwagen, sondern auch Thema Camping allgemein und Rezepte, als auch Campingplätze, die wir weiterhin testen werden. Also es ist für jeden was dabei und ich hoffe, ihr seid, die Zelter unter euch seid jetzt nicht traurig, weil das Thema Zelten jetzt quasi dem Ende zugeht. Wobei, wir haben ja alles noch. Heißt ja nicht, dass wir es nicht doch mal wieder machen. Ne? Aber jetzt ist erstmal ein Wohnwagen-Thema. Genau. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne einen Kommentar da, was ihr von der ganzen Sache und von dem ganzen Video haltet. Würde ich mich mega drüber freuen. Und einen Daumen nach oben, wenn es euch natürlich gefallen hat. Habt ihr mich noch nicht abonniert, könnt ihr das gerne hier unten dann tun und die Glocke aktivieren. Und dann hoffe ich, wir sehen uns bald wieder. Wie gesagt, vorgedreht bis November und dann sehen wir uns zu unserem ersten Trip im November wieder. Verrückt, im August. Naja, ich war fleißig. Alles klar, bis dann, macht's gut.